Hallo Universum, du überzeugst mich immer wieder davon, dass du freundlich bist. Du bist ein freundliches Universum. Woran sehe ich das? Es ist immer genug da für diesen kleinen hier, den kleiner Wicht. Der Taro kriegt immer das, was er braucht. Auch wenn er vielleicht manchmal denkt, es sollte mehr oder anders sein, ist doch das Sehen da, dass es alles immer gut ist und in Ordnung und so, wie es zu sein hat. Zumindest aus der Perspektive hier. Selbst all die Depressionen und Ängste und Mangelgedanken und Gefühle sind von hier aus gesehen auch okay gewesen. Mehr als hier sein, dabei sein geht nicht. Letztens habe ich mich so reich gefühlt, obwohl total reich, weiß nicht so, obwohl ich hatte auch nicht mehr als sonst. Ich hatte eigentlich gar nichts. Ich war einfach nur im Schwimmbad. Ja. Danke, freundliches Universum. Wollte ich noch irgendwas sagen? Wollte ich noch etwas sagen? Genau. Mehr als hier sein, dabei sein, geht ja nicht. Und was als nächstes kommt, ist Überraschung. Und sich Sorgen und Ängste drüber zu machen, was als nächstes kommt, ist auch okay. Kann man ja verstehen. Man will sich ja nicht unsicher fühlen. Ich will mich ja nicht unsicher fühlen. Darum ist es ja verständlich, ängstliche Gedanken über eine Zukunft zu haben, die man gar nicht weiß. Und es ist zu klar zu sehen, dass es nur Gedanken sind, die hier auftauchen, die jetzt auftauchen oder jetzt schon wieder vorbei sind. Aber wie das Erleben ist, ist immer so direkt, dass es nicht in Worte oder Vorstellungen und Gedanken gepresst werden kann. Bla, bla 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 bla. Yamsa Chitananda. Shanti, Shanti.